Du hast Bock, in New York shoppen zu gehen? Check the mic and make sure it sound right, boy. Die interessantesten und außergewöhnlichsten Shops zeigen wir dir hier in diesem Video. Wenn du am Times Square entlang schlenderst, wirst du bereits eine Handvoll an Shops entdecken können. Fangen wir also direkt am Times Square an, und zwar mit dem Disney Store. Wenn du am Times Square bist, stolperst du fast automatisch drüber. Dennoch, auf der Karte siehst du genau, wo du hin musst. Für alle Disney-Fans ist es ein absolutes Muss, hier vorbeizuschauen. Direkt am Eingang könnt ihr Selfies mit der New York Mickey Mouse machen. Und natürlich kann man auch ganz schön viel anfassen und auch selber ausprobieren. Im hinteren Teil des Ladens, da gibt es ein Märchenschloss, wo auch immer wieder kleine Partys mit den jüngeren Gästen abgehalten werden. Im Business Store gibt es jede Menge Plüschtiere, Spielzeuge und coole Gadgets von Mickey Mouse, Pixar und auch Star Wars. Es gibt auch eine zweite Etage, aber wir wollen euch nicht alles direkt verraten. Forever 21. Das beliebte Bekleidungsgeschäft ist direkt neben dem Disney Store. Hier auf der Karte siehst du, wo du genau hin musst. Daher lohnt es sich natürlich direkt dort auch noch vorbeizuschauen. Bei Forever 21 findest du auf mehreren Etagen Klamotten in der Qualität irgendwo angelegt zwischen H&M und Primark. Der Laden richtet sich aber eher an jüngeres Publikum oder eben an alle, die Forever 21 bleiben wollen. Bleiben wir noch einen Moment am Times Square. Dort gibt es nämlich auch etwas für alle Naschkatzen unter euch. Fangen wir an bei Hershey's. Hershey's ist bei uns in Europa eher nicht so bekannt. In den USA allerdings eine echte Megamarke. Vergleichbar hier bei uns vielleicht mit Ferrero. Im Shop selbst kannst du dir natürlich viele Kalorien eintüten lassen oder sie auch direkt vor Ort probieren. Im hinteren Teil des Ladens gibt es eine Art Gastronomie-Ecke mit der Möglichkeit, verschiedene Shakes und Eis in den verrücktesten Kreationen zu kaufen und zu probieren. Und wenn du so am Times Square entlang schlenderst, wirst du einen Shop ganz sicher erst gar nicht übersehen können. Schon von außen ist dieser Süßigkeitenladen ein echtes Highlight und die Werbeschilder an der Außenfassade auf jeden Fall ein Foto wert. Die Rede ist natürlich vom vielleicht beliebtesten Shop am Times Square, M&M World. Diese Leuchtreklame hier, die habe ich übrigens gerade gemeint, die kann man bereits von sehr weiter Entfernung sehen und sieht auch wirklich ganz knuffig aus. Bei M&M's gibt es nicht nur Merch und jede Menge Süßigkeiten, sondern auch einen echt guten Blick auf den Times Square von oben. Der Tipp ist gratis, die Aussicht natürlich auch, ob ihr aber ganz ohne was zu kaufen wieder aus dem Laden rauskommt, das wage ich zu bezweifeln. Also direkt die Rolltreppe hoch und dann ein bisschen durch die Leute durchwuseln und hier hinten, ihr seht schon, da an den Fenstern, da kann man schön hinstehen und nette Fotos machen. Der M&M Store selbst verteilt sich auf 3 Ebenen und auf über 2000 Quadratmetern Fläche und bietet, wie schon gesagt, neben einer riesigen Auswahl an beliebten Schokotrops auch jede Menge Merchandising-Artikel. Ein Highlight sind für mich diese Abfüllanlagen hier, in denen die M&Ms in allen Farben und Geschmacksrichtungen zu kaufen sind. Der Spaß ist ehrlich gesagt nicht ganz billig, aber ein paar Drops sind doch sicher drin. Am Wochenende übrigens ist der Laden immer proppevoll, unter der Woche speziell um die Mittagszeit, da geht's allerdings. Alle Shops, die ihr bisher gesehen habt, sind alle am Times Square. Daher unbedingt genug Zeit einplanen, wenn ihr dorthin wollt. Wir verlassen jetzt aber erstmal diesen Ort und düsen ein paar Stationen rüber in Richtung Rockefeller Center. Auch dort sind ein paar sehr interessante Shops ziemlich dicht beieinander. Übrigens sind die coolen Shops nicht dort, wo es hinauf zur Aussichtsplattform geht. Da ist es eher langweilig. Mal so richtig schön Pech gehabt. Einer der Highlights des Rockefeller-Komplexes ist natürlich der Lego-Store. Es gibt übrigens 2 Lego-Stores in Manhattan, dieser hier ist aber unserer Meinung nach der bessere. Wer früher auch so gern mit Lego gespielt hat, der wird hier aus dem Staunen nicht herauskommen. Meterhohe Figuren und kleine liebevoll gestaltete Schaufenster zeigen diese Lego-Welten der Superlative. Lego ist schon lange nicht nur was für Kinder. Im Lego Store in Manhattan gibt es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene super schöne Sets zu entdecken und natürlich auch zu kaufen.
Die neuesten Sammelobjekte sind hier ebenso zu haben wie auch Einzelteile für deine eigenen kreativen Projekte. Besonderes Highlight ist auch der gestaltete Treppenaufgang. Also nicht mit dem Aufzug bitte fahren. Hier siehst du liebevolle Details und auch ganze Geschichten, also unbedingt vorbeischauen. Nur ein paar Meter weiter findest du dann auch den Nintendo Store. Hier schlagen die Herzen von Zockern, Kindern und Nerds etwas schneller, denn im Nintendo Store New York gibt es die neuesten Konsolen auf zwei Ebenen. Sehr cool sind auch die vielen Figuren im Shop, mit denen du klasse Bilder machen kannst. Zur Auswahl steht eine ganze Reihe an Nintendo-Helden und Bösewichten wie Bowser, Kirby oder Mario. Auf dem zweiten Stock gibt es dann den feuchten Traum eines jeden Spiele-Nerds, einen Big Screen mit den interaktiven Spielen von Nintendo. Hinter FAO oder FAO Schwarz versteckt sich ein berühmter Kinderspieleladen. Viele Menschen suchen ihn immer noch am Central Park, doch nach Pleite und Schließung dort wurde er endlich wieder eröffnet am Rockefeller Center. FAO ist eine New Yorker Institution und der Spielzeugladen taucht auch schon in vielen, vielen Filmen auf. Vielleicht kennst du ihn ja selbst von Kevin allein in New York. Und auch wir sind, wie ihr seht, dem Charme verfallen und mussten uns ein kleines Andenken mit nach Hause nehmen. Chinatown? Ja, Chinatown. Klar, Chinatown ist kein Shop, sondern ein Stadtteil in Manhattan. Das ist klar. Aber prinzipiell lohnt es sich, dort in jeden Shop reinzuschauen, denn du wirst einen leichten bis mittelschweren Kulturschock bekommen. Dort gibt es Fische, Krabben, Kröten, direkt frisch und auch noch lebendig zu kaufen. Wenn es nichts für dich ist, dann schau dir wenigstens die Trockenartikel an und tauch in eine New York-Welt ein, die schon fast etwas surreal wirkt. Recht neu in Manhattan und von außen auch etwas unscheinbar gibt es den Harry Potter Store, ganz in der Nähe des Flatiron Buildings. Also wenn du dort bist, dann auch unbedingt einen Abstecher dorthin machen und den Laden nicht verpassen. Wenn du Harry Potter Fan bist, dann ist das hier genau dein Ding. Neben verschiedensten Merchandising-Artikeln kannst du dir hier auch deinen eigenen Zauberstab aussuchen, bei einem VR-Erlebnis mitmachen und auch Butterbier an einer Bar trinken. Für uns haben ein paar interessante Fotopoints gefehlt, die es ja sonst in jedem coolen Laden in Manhattan so gibt. Dennoch ist der Laden nicht nur was für Hardcore-Fans und absolut empfehlenswert. Du siehst, in Manhattan gibt's gefühlt irgendwie alles. Sollte dir dennoch etwas fehlen, dann schau doch mal auf unserem Blog nach. Dort haben wir noch viel, viel mehr Shops aufgelistet. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Videobeschreibung. Ich denke aber, einen ersten Eindruck konnten wir dir vermitteln und wenn dir das Video gefallen hat, ach, ja, dann weißt du ja, was zu tun ist. Danke fürs Einschalten und bis bald.